Ja, sehr verehrte, liebe Anwesende, ich möchte nun in das sich entfaltend habende Panorama über Goethes Weltanschauung noch etwas über einen Satz sprechen, den Rudolf Steiner geschrieben hat im Hinblick auf die Entstehungsumstände dieses Werkes. Dieser Satz: Ich schrieb in Ruhe mein Buch Goethes Weltanschauung, das den Abschluss meiner weimarischen Zeit bildete. Und ich möchte Ihnen in dieser kommenden Stunde ein wenig etwas von dem Drama berichten, das eigentlich doch hinter diesem Satz steht. Dafür ist so ein 23. April immer ein sehr geeigneter Tag, denn es ist ja, gilt ja als der Geburts- und Todestag von Shakespeare. Der Todestag ist gesichert, nicht wie bei vielen Menschen. Und man schließt auf den Geburtstag, weil er am 26. April getauft wurde. Denn es ist wirklich ein Drama und man bräuchte einen Dramatiker, um das in dieser Weise darzustellen. Und umso erstaunlicher die ungeheure Ruhe dieses Buches, die belebende Kraft dieses Buches, Goethes Weltanschauung, wenn man weiß oder ahnt, unter welchen Umständen es entstanden ist. Und es ist ja durchaus bemerkenswert, wie Rudolf Steiner im Vorwort dieses Buches eigentlich etwas beschreibt oder andeutet, wo man vielleicht dann doch nach dem Vorwort einen ganz anderen Gang des Buches hätte erwarten können, wenn er davon spricht, dass es darum gehe, ihm darum gehe, mit Goethes Weltanschauung in das Innerste von Goethes Persönlichkeit hineinzugehen, sich in seine Empfindungen einzuleben oder das, was da zwischen den Sätzen, zwischen den Zeilen des Werkes zu lesen ist. Natürlich war das die Voraussetzung eigentlich dieses ganzen Werkes. Darüber schreibt Rudolf Steiner dann ja sehr wenig, vergleichsweise wenig, sondern vielmehr das, was sich dann für Goethe gezeigt hat. Und doch ist da ein merkwürdiger Hinweis auf das Geheimnis von Goethes Persönlichkeit, des Innersten. Und es wäre dann schon interessant, die gleiche Frage an Rudolf Steiner zu stellen: Wie war das denn eigentlich in Weimar am Ende seiner Zeit? Wobei man, wenn man solche Fragen stellt, nachher nicht sehr viel weiter ist im Hinblick auf den Gehalt des Buches. Und man kann oft, und das wurde ja von vielen gesagt, bis hin zu Heidegger, sich fragen, was überhaupt Biografik eigentlich beiträgt zum Verständnis eines Werkes. Heidegger war ja der Auffassung nichts. Und es ist doch ein sehr interessantes Spannungsfeld. Der junge Merck hat ja zum jungen Goethe einmal so schön gesagt: Das, was du lebst, ist besser als das, was du schreibst. Aber Goethe war gar nicht beleidigt. Er fand das großartig. Er war selber der Auffassung, dass die Lebensbewährung, wie einer sein Leben führt, sein Leben geht, noch unendlich viel wichtiger ist als das, was er hinterlässt. Der Zweck, sagte Goethe einmal, sei ja nicht das Werk der Kunst oder so, sondern das Leben selbst. Und er hat ja einmal seine Werke, seine sogenannten Werke, seine Arbeiten als die aufbewahrten Freuden und Leiden seines Lebens bezeichnet. Als nichts anderes als die Spuren des Lebens. Und einmal, ein einziges Mal hat er auch gesagt, worum es letztlich gegangen sei oder gehe in jeder Vita, sei die Durcharbeitung des armen Ichs. Nun möchte ich dieses Prinzip nicht auf Rudolf Steiners Werk Goethes Weltanschauung anwenden. Und dennoch immer ein wenig schwingt so eine Frage ja doch mit. Auch das war eine Spur von Steiners Leben, auch auf dem Weg der Durcharbeitung seines Ichs.
Und auch dieses Buch gehört zu den aufbewahrten Freuden und Leiden seines Lebens. Insofern wird es doch, wie ja nicht anders zu erwarten war, auch eine gewisse Exkursion. Jetzt noch einmal vor dem Epilog dann über Goethe und Hegel. Epilogos, eine Betrachtung, wie war es denn vielleicht gewesen in dem, was er sagt, Abschluss meiner weimarischen Zeit. Ort und Zeit, Inkarnationsgefüge des Menschen, auch der Bücher. Wie war es denn da beim Abschluss der weimarerischen Zeit? Wir wissen ja, er scheidet aus, offiziell, auch quasi bezahlt, als Mitarbeiter des Goethe-Schiller-Archivs im Juni 1896. Und das Buch Goethes Weltanschauung erscheint im Juni, ein Jahr später, 1897. Und am 1. Juli tritt Rudolf Steiner seine neue Stelle in Berlin an. Wenn man die Vita nicht kennt, würde man denken, da hat er wohl ein Jahr lang dann dieses epilogische Buch geschrieben und zugleich den Grundriss dessen gezeichnet, was dann eigentlich zur Entfaltung kam in Berlin. Aber es war doch eigentlich zumindest vordergründig ganz, ganz anders dieses Jahr und diese Niederschrift. Wie mag es in seiner Seele ausgesehen haben, Rudolf Steiner, am Abschlusse meiner weimarerischen Zeit, die ja am Michaelstag 1890 begonnen hatte? Wie wird der Rückblick, denn Abschluss ist ja auch immer Rückblick, Abschluss einer Tagung ist Rückblick auf das sich vollzogen habende, Abschluss eines Lebens ist Rückblick auf das gelebte Leben, auf die, ja, die Leiden und die Freuden. Wie mag es gewesen sein bei dieser Niederschrift, die er vollendet hat, wenn die Tafel noch frei wäre, aber ich werde es nicht wagen zu verändern. Könnte man es auch anzeichnen, diese Niederschrift, die stattgefunden hat auf dem Weg zum Bahnhof. Rudolf Steiner hat das Buch vollendet, 150 Meter vor dem Weimarer Bahnhof. Also wenn Sie dann in Weimar ankommen mit dem Zug und dieses Bahnhofsgebäude hier ist und dann die Karl-August-Straße hinunter zur Stadt gehen. Und ich werde auf die Topografie noch ein wenig zu sprechen kommen, wenn die Dramatik sich dann ganz enthüllt. Dann ist relativ ungewöhnlich vom Straßenverlauf her hier in der Mitte ein Gebäude, sodass die Straße so weitergehen muss. Auf dieses Gebäude werde ich zu sprechen kommen, auch auf diese Gebäude, die sich dann hier entfalten. Aber hier, früher Rathenau oder jetzt Rathenau Platz Nummer 6, hier in diesem Haus hat Rudolf Steiner diese Niederschrift beendet. Auf diese anderen Gebäude komme ich dann noch zu sprechen. Also das ist unmittelbar auf dem Weg zu dem Bahnhof. Und wie mag es gewesen sein nach 6 oder dann 7 Jahren, als er abfährt nach Berlin, so wie ja auch Hegel, Fichte, Schelling, alle von Jena, Weimar, Thüringen nach Berlin gefahren sind, um weiterzugehen, so wie ja auch Schiller nach Berlin fahren wollte, weil es ihm viel zu eng war in Weimar. Schiller wurde festgehalten durch Erkrankung und Tod. Er war auf dem Weg nach Berlin. Wie mag es ausgesehen haben, als Rudolf Steiner dann rückblickend auf das, was ihn, als er mit dem gleichen Zug ankam oder die gleichen Gleise beseelt hatte, 6 oder 7 Jahre zuvor, ein Jahr siebt, wenn man jetzt An- und Abreise sieht, wie wird der Rückblick gewesen, sein Abschluss? Es ist ihm viel gelungen.
Vor allem dann, als er wirklich losfährt, sind es immerhin 4 eigenständige Bücherwerke neben der Sophienausgabe, für die er angereist ist. Wir wissen die Promotion Wahrheit und Wissenschaft, die Philosophie der Freiheit, Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit, Goethes Weltanschauung. Allein schon diese 4 Bücher Rudolf Steiners. Aber dann das Hauptwerk, wegen dem er angereist war, 7 Bände der Sophienausgabe, 6 ganz alleine bei dem 7. mit dem Anatomen Bardeleben, über 3000 Druckseiten. Und wenn man sie liest und auch die Lesarten liest und das Personen- und Sachverzeichnis liest, eine grandiose Arbeit. Wer einmal Bücher ediert hat oder auch nur Texte, was da alles darin steckt. Aber als er wegfährt nach Berlin, hat er auch eine Schopenhauer- und Jean-Paul-Ausgabe herausgegeben, mit Einleitungen versehen und Werke angeordnet. Und er hat das Buch abgeschlossen, das er schon, als er anreiste, in den nächsten Tagen abschließen wollte. Aber als er abreiste, hat er es wirklich versandt. Das war der letzte Band in Kirschners Goethe-Edition. Denn da fehlte immer noch das, was Rudolf Steiner schon viele Jahre vorher zugesagt hatte, aber dann ganz sicher in der ersten Weimarer Zeit machen wollte, diesen letzten großen Band über die Geschichte der Farbenlehre. Es werden 2 Bände, aber auch, da sind auch die Sprüche in Prosa darin, die Rudolf Steiner ausführlichst kommentiert. Ein gewaltiges Manuskript, nur dieser letzte Band. 6, 7 Arbeitsjahre und da war viel Licht. Ein paar Lichtpunkte nur zur Erinnerung, aber ich glaube, diese Zusammenkunft war ja voll davon, diese Vergegenwärtigung des goethischen Geistes, den er nun wirklich in Weimar sehr, sehr, sehr erlebte. Als Brennpunkt, wie er das nennt, abendländischer und in gewisser Weise auch morgenländischer Entwicklung, Zukunftsentwicklung. Und diese Vergegenwärtigung war ja bei Rudolf Steiner immer auch Inspiration. Aber, und das wurde ja sehr, sehr deutlich, ganz gegenständlich. Nicht nur ein Goethe der Ideen, sondern ein Goethe auch in all seinen Sammlungen. Was hat Rudolf Steiner gestaunt, was er alles gesehen hat und gefunden hat, wie der Schafschädel vom Lido, aber auch anderes. Diese ungeheure Liebe zur konkreten Natur, diese eben das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit, das mit den eigenen Augen sehen, diese 16.000 Mineralien und diese ganzen anderen Sammlungen Goethes. Rudolf Steiner ging nicht nur mit Manuskripten um, was ja auch schon was Unglaubliches ist. Er war der Erste, der vieles wieder aufgemacht hat, nachdem Goethe es zugeschnürt hatte. Und das bedeutet schon etwas bei so einem geistigen Werk. Also ganz physisch wieder aufgemacht. Das ist ja von Jutta Hecker wunderbar beschrieben. Aber natürlich hat er auch Goethes Bücher in der Hand gehabt, diese Zehntausende, die waren im Goethehaus bei Karl-Heinrich Ruhland, wo Rudolf Steiner häufig war. Und dennoch war es nie nur Goethe, Rudolf Steiner in Weimar, das war ja doch auch die Begegnung mit Mahler, mit Strauss, mit den damals so modernen Musikern, die nach Weimar gezogen sind. Er lebte mit diesen Musikern in gewisser Weise, genauso wie er am Theater so zu Hause war, bei Dagobert Neufer, seinem Freund, schrieb Theaterkritiken. Ganz die neue Kunst, die da kommt, es ist Ende des 19. Jahrhunderts, es ist Ende von einiger Finsternis im Bereich der Kunst. Goethe war Künstler, wir hörten, ein König im Bereich der Kunst. Und doch auch da
Neugeboten, Hirten, Wesen, wie auch immer, jedenfalls Rudolf Steiner liebte das. Und dass er in dieser Stadt des Alten, die immer drohte, museal zu werden, dann die Philosophie der Freiheit, ja, man muss auch sagen, zum Abschluss bringen konnte, denn das hat er lange in sich getragen, aber dass es in Weimar ausreifte, diese anthropologische Freiheitswissenschaft, es war ihm tief bedeutend und Abschlussrückblick, hier ist es gelungen. Und wie sehr das mit Goethe und Schiller zu tun hat, ist ja deutlich. Aber auch, wenn ich noch beim Licht bleibe, das Erlebnis Nietzsche, sicher bricht sich da mit Licht, mit einigem anderen. Und doch, was für ein Erlebnis. Als er zum ersten Mal hörte, denn es war eine Lesung, wie Kögel ihm den Antichrist vorlas aus dem Manuskript, wie er Ecce Homo in der Handschrift lesen darf. Das sind ja alles unveröffentlichte Werke von Nietzsche, diesem Märtyrer der Erkenntnis, der im nächsten Zimmer oder ein Stock höher eigentlich lag, den man hörte. Sie kennen die Schilderung dieser Naumburger Situation. Also Rudolf Steiner in Weimar, das war Vielfalt natürlich, da kreuzte sich vieles und er hat es ja ausführlich beschrieben, auch die Menschen, die ins Archiv gekommen sind, von Grimm bis vielen anderen und die Kreise, in denen er lebte, hervorragende, sehr moderne Menschen wie Hans und Grete Oppenheim, genannten sich Olden, später der Kreis um Cromptons. Er hatte sehr progressive, er war nie Teil der Restauration des konservativ-reaktionären in Weimar. Rudolf Steiner gehörte zu den progressivsten Kräften dieser Stadt, die für ihn, er hat ja den Begriff geprägt, eine geistige Oase war, wo einerseits etwas ruhen und in Ruhe ausreifen konnte, schrieb ich in Ruhe, etwas Geborgenes, etwas Keimendes, Wachsendes. Aber Oasen haben natürlich das eigentümliche an sich, dass sie von Wüsten umgeben sind. Und das war nicht nur leicht. Und dann erinnere ich nur kurz an die großen Schwierigkeiten dieser 7 Jahre. Kurz, weil ich weiß, dass ich unter Menschen spreche, denen das ja doch sehr vertraut ist. Rudolf Steiners Einsamkeit in Weimar, trotz dieser vielen Freunde, Begegnungen, Gespräche, diese Gültigkeit dieses frühen Satzes, den er nach Wien schreibt, hier stehe ich allein. Niemand ist hier, der auch nur im Entferntesten ein Verständnis für das hätte, was mich bewegt und meinen Geist trägt. Und in der Autobiografie ja dann die Formulierung, ich ging zu den anderen, lebte mich in deren Welten ein, aber niemand kam zu mir. Das klingt vorwurfsvoll, war aber nicht so gemeint, sondern als Beschreibung einer Hinwendung, der er viel verdankt. Er ging gerne zu den anderen, es war kein Opfer. Aber die Gegenfrage wurde oft oder wurde nicht gestellt. Warum nicht? Weil sie glaubten, er ist bei ihnen zu Hause. Rudolf Steiner mit seiner Art von Kultur der Selbstlosigkeit konnte so beim anderen anwesend sein, dass der dachte, er ist meiner. Er gehört zu mir, das ist seine Heimat. Konnte sich so in Nietzsche einleben, aber auch in Haeckel, in Goethe sowieso, dass er Goetheanist war. Und dennoch war er auch immer noch mehr und anderes. Wie viel hat er zurückbehalten? Wie singulär die Aussage an Friedrich Eckstein kurz nach der Ankunft in Weimar und den ersten Arbeiten über Goethe als Esoteriker in des Wortes bester Bedeutung. Dieses Briefkorrespondenz um das Märchen, das tritt dann nicht mehr auf, 7 Jahre lang. Und die spirituellsten Formulierungen aus den 7 Jahren sind eigentlich in Weimar niedergeschrieben, Vor- und Nachwort eigentlich seiner Doktorarbeit. Da kommen andere
zumindest Worte vor. Er kam aus einem geistigen Rückraum, nicht klein zu veranlagen. Wien, das Wiener Becken, der osteuropäische Raum. Thüringen ist anders und Deutschland. Rudolf Steiner ließ einiges zurück. Er musste es zurücklassen. Ich meine das jetzt nicht heimatlich im Sinne von seelisch, auch das, sondern auch spirituell. Und er musste hinein in eine Edition, deren Prinzipien wahrlich nicht er aufgestellt hatte. Er war ein Bearbeiter von 7 Bänden, aber er hatte sich zu halten und zu fügen an Editionsprinzipien, die ihm je länger, je mehr, aber er sah es schon nach wenigen Wochen, schwerst zu schaffen machten. Denn er wollte eigentlich Goethes Wissenschafts- und Kulturimpuls zeigen. Und deswegen wollte er Dinge anders anordnen. Das ist ja ausführlich beschrieben in verschiedenen Büchern. Und er kämpfte für eine gewisse Freiheit, dass beispielsweise auch unvollendete Texte in den Hauptteil kommen, wenn sie ideell tragend sind, obwohl sie formal ausgesondert oder sekundär zu behandeln waren. Er nannte das die Verbürokratisierung Goethes. Man hat ihn später schwer kritisiert, aber er hat sehr bewusst etwas getan, denn es ging ihm ja um den Wirkensimpuls. Und einmal, als er dann begründete, warum er trotz völliger Überarbeitung auch noch zugesagt hätte für eine Schopenhauer- und Jean-Paul-Ausgabe, schrieb er nach Wien, damit ich eine Ausgabe nach meinen Begriffen machen kann. Er wollte ja nie nur Goethe edieren, sondern an Goethe zeigen, wo es in die Zukunft geht. Natürlich sagt man jetzt, das ist nicht Aufgabe eines Herausgebers. Wie Goethe das sah, dazu komme ich hoffentlich noch kurz, aber vielleicht schon ein Wort. 2 Jahre, 1,5 Jahre vor Goethes Tod sagt Goethe zu Kanzler von Müller, dass seine Verlassenschaft, Hinterlassenschaft, Verlassenschaft, sagt er, liberal in meinem eigenen Sinne behandelt werde, dass man nicht pedantisch und lieblos damit verfahre, sondern dass die Überlebenden, Schaltenden und Waltenden mich gleichsam fortzusetzen, allenthalben zu verfahren suchen. Nicht pedantisch, lieblos, sondern die Überlebenden sollten zugleich Schaltende und Waltende werden. Nicht nur fortsetzen, nicht nur edieren, sondern fortsetzen. Aber das war ein Ringen Rudolf Steiners. Und am Ende war er sehr verbittert. Er schied auch verbittert aus dem Goethe-Schiller-Archiv. Das geht durch die Briefe hindurch. Auch gerade in der Zeit, wo er Goethes Weltanschauung schreibt, wenn er da in Briefen auf Bernhard Suppan, seinen Chef, zu sprechen kommt, er weicht ihm aus, wenn er ihn in der Stadt sieht, denn er lebt ja noch in der Stadt. Er ist aus dem Archiv ausgeschieden und Suppan hat noch eine negative Stellungnahme abgegeben, die Steiner als ursächlich für seinen verhinderten akademischen Fortgang in Jena erlebt hat. Schwierig. Schwierig auch der ewige Zeitdruck. Diese Bände sollten sehr schnell erscheinen. Die Vorgabe war 10 pro Jahr. Jetzt nicht von Steiner allein, aber von den Editoren, Erzherzogin Sophie. Aber der Nachlass war noch gar nicht ganz gesichtet. Schrecklich, Bücher herauszugeben, wenn man noch nicht mal alles gut kennt. Ein hoher Zeitdruck und eben ein hoher Auftraggeber. An einer sehr speziellen Stätte, eine Stätte der deutschen Vergangenheit. Weimar ist ein merkwürdiger Ort gewesen damals. Nicht nur, dass es eine kleine Kleinstadt war, mit weniger als 30.000 Menschen, sondern was war es denn? Handwerksbetriebe, kleine Betriebe, eine Stadt pensionierter Beamter und Offiziere, eine Lieblingsstadt von Witwen, die vermögend waren. Dann zog man nach Weimar, eine Stadt konservativer Mädchenpensionate.
Aber dann vor allem eine höfische Stadt, noch immer Ende des 19. Jahrhunderts. Hof- und Landeskirche, eine ganz besondere Mischung in Thüringen und speziell in Weimar. Dass man in so einer Stadt mit der Philosophie der Freiheit vielleicht nicht berühmt wird, hätte er wissen können, dass er allerdings in 14 Jahren nur 400 Exemplare davon überhaupt verkauft. Gut, er war nicht der Verleger, der arme Emil Felber, aber 30 pro Jahr im Schnitt. Also so ein wichtiges Buch, sagen wir, so ein unverkäufliches Buch damals. Und er selber nach Erscheinen des Buches, wie er sagt, kaltgestellt. Er gelte als Zerstörer der Ideale, schreibt er in Briefen nach Wien. Das war die Mitte der Weimarer Epoche, nicht? Das Buch erscheint 1894, Ende 1893 eigentlich schon. Und er sagt, da ist nichts mehr zu holen in Weimar für mich. Und auch Goethe werde unglaublich umgedeutet in ein orthodoxes Luthertum in dieser Stadt. Mit völligem Missverstehen von Goethes Ansichten werde er in den Dienst einer verlogenen Muckerei gestellt. Starke Worte. Weimar, man kann sagen, auch Weimar, wunderbar, Goethe, Schiller. Aber die Wirklichkeit, ja, Nietzsche hat sie beschrieben, nicht dieser wunderbare Aufsatz, den Sie wahrscheinlich gut kennen, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Wo Nietzsche warnt und sagt, eigentlich ist es nur sinnvoll, Historie zum Zwecke des Lebens zu treiben. Und er warne davor, dass das Vergangene zum Totengräber des Gegenwärtigen werde. Wenn man sich mit Geschichte beschäftige, müsse man genug plastische Kraft haben. Wenn man die nicht habe, dann vermöge man ihr nicht standzuhalten. Also plastische Kraft, er sagte, ich meine jene Kraft, aus sich heraus eigenartig zu wachsen, Vergangenes und Fremdes umzubilden und einzuverleiben. Gültigste Sätze für das, was Rudolf Steiner eigentlich nach Weimar geführt hat und woran er dort bis zu einem gewissen Maße gescheitert ist. Der Hof war noch mächtig. Ein Mitarbeiter des Archivs, auch befreundet mit Rudolf Steiner, Eduard van der Hellen, wird entlassen von Sophie, als er einen Aufsatz geschrieben hat in einer Zeitschrift, dem Magazin für Literatur, über Weimar als Musen- und Witwensitz. Aber nicht nur van der Hellen musste gehen, sondern offensichtlich auch die, in deren Kreis er verkehrte, und Steiner auch zeitweise jeden Abend, dieses hervorragende kritische Künstlerehepaar Hans Olden und seine Frau. Hinter der Altenburg, wer Weimar etwas kennt, da wohnten sie, und da war Steiner fast jeden Abend mit Gabriele Reuter und anderen klugen, modernen Menschen. Was nicht gelungen ist in Weimar, ist das, wofür er gekommen ist, nämlich einen wissenschaftlichen Durchbruch durch eine neue Edition zu erzielen. Und dass das nicht nur Steiners Vision war, das kann man nachlesen im ersten Band der Sophienausgabe, die ja heutzutage übrigens wirklich für 100 Euro oder so zu bekommen ist, oder 50, alle Bände als Taschenbuch im Reprint, also wenn man etwas geschickt sah, so sucht. Damals war das ein ungeheures Edelwerk. Im ersten Band schrieb niemand Geringeres als Hermann Grimm, dass diese Werkausgabe Merkmal eines geistigen Umschwunges werden könne und müsse. Einen wissenschaftlichen Umbruch. Später sagte Steiner, die ganze gewaltige geistige Welle, die mit dem Goetheanismus aufgeworfen worden sei, sei daran gehindert worden, in irgendeiner Weise wirksam zu werden. Völlig unverstanden oder abgeprallt.
also eine Bilanz und schon eben in diesen Monaten und Wochen gezogen, von der man ja eigentlich nichts, fast nichts spürt in diesem Buch. Souveränität des Geistes. Und doch irgendwo zu diesem Weg Rudolf Steiners gehört. Und wenn man diesen Satz, ich schrieb in Ruhe, dann noch genauer jetzt quasi psychologisch-biografisch anguckt, wird einem fast schwindelig. Denn einerseits ist Rudolf Steiner unter hohem Druck. Allen Verlegern reißt die Geduld oder ist sie schon lange gerissen. Also der Cotta Verlag war nicht niemand und Steiner hatte 1892 den Vertrag unterschrieben für diese Jean-Paul und Schopenhauer Ausgabe. Aber jetzt und nicht in 5 Jahren und noch immer warten sie auf die allerwichtigsten Sachen. Denn sein Leben in Weimar war immer voll und intensiv. Und Steiner war im Grunde grandios, in diese Briefe abprallen zu lassen. Also er hat sie wahrscheinlich schon eher gelesen, auch ja aufbewahrt. Also das Steiner-Archiv hat ja viele Mahnbriefe. Aber irgendwie ging er trotzdem seinen Weg. Aber ihm war auch klar, ich gehe hier nicht weg, ohne abzuschließen. Und zwar nicht nur Sophien-Edition, sondern was für ihn vielleicht auch irgendwie dazugehört, dieses Schicksal von Schopenhauer und Jean-Paul. Also die Abschluss aller Arbeiten, das hieß, das mache ich jetzt, vorher gehe ich hier nicht weg. Dann war er zwar einerseits ausgeschieden formal als bezahlter Mitarbeiter, 96 im Sommer, sagte ich, aber bis Sommer 97 kann man immer noch rückfragen, jetzt nicht von Archivbenutzern, sondern von der Druckerei seines letzten Buches, das stimme doch so nicht. Er war immer noch mit diesen Anfragen beschäftigt, musste auch immer noch ins Goethe-Altschiller-Archiv hochsteigen, das inzwischen nicht mehr im Schloss war, wie die ersten 6 Jahre, wo er dort arbeitete, sondern es war ja jetzt dieser Prachtbau aufgezogen worden, das heutige Goethe- und Schiller-Archiv, wenn sie in Weimar sind, da musste er rein, um die letzten Arbeiten, also jemand, der immer dann auch noch gedrängt wurde und fast schon mit einem schlechten Gewissen, weil er es noch immer nicht fertig hatte, das auch noch leisten, ganz abgesehen von Josef Kürschner, dessen Briefe immer militanter werden. Das kann man auch verstehen, denn das war ja die Wiener Goethe-Edition, die also Schröer auf den Weg, und noch immer fehlt die Farbenlehre oder den zweiten Band, Geschichte der Farbenlehre. Also diese Briefe sind eigentlich so, dass man denkt, es kommt jetzt die Polizei, also gleich. Also, und das alles fertig machen, aber das eigentliche Drama ist das Nietzsche-Archiv. In diesen Wochen und Monaten der Buchniederschrift ist Elisabeth Förster Nietzsche, um es genauer zu sagen. Denn einerseits hat Rudolf Steiner seit seinem ersten Besuch in Naumburg tiefste Erlebnisse an Nietzsche gehabt. Und andererseits, und das wurde von Jahr zu Jahr deutlicher und kulminiert in den Monaten der Buchniederschrift, wird die Pathologie dieser Schwester an sich ansichtig, die zuerst einmal so wirkte, als habe sie aus größter Liebe und Nähe zu ihrem Bruder jetzt die Werkhoheit übernommen und Rudolf Steiner ganz anders empfängt, als er das Gefühl hat, dass er im Goethe-Schiller-Archiv irgendwie toleriert wird, ist plötzlich in dieser Sphäre Nietzsches, ich zitierte ja aus diesem wunderbaren Aufsatz, und diese Schwester, er ist gerne in Naumburg, er hilft, er sortiert die Bibliothek, über 1000 Werke, er katalogisiert sie, das hat ja David Mark Hoffmann alles subtil aufgearbeitet. Die Schwierigkeit dieser Frau aber wird langsam ihm immer deutlicher. Und wie sehr sie mit ihm, wie mit anderen Menschen spielt. Dem Herausgeber Fritz Kögel, wo sie plötzlich Steiner als vielleicht besser, wenn sie Kögel ablösen, sie sind doch viel besser und Kögel gegenüber sagt sie anderes, sie benutzt die Menschen wie Schachfiguren, darf man gar nicht sagen, denn ein Schachspieler
spielt anders als Frau Förster Nietzsche. Der Name Förster klingt noch in deutschen Ohren, nicht einer der radikalsten Antisemiten, ihr Ehemann, mit dem sie nach Paraguay ging, 1892, um eine deutsche Kolonie zu gründen, wo die Gene rein gehalten werden, rein rassisch. Diese antisemitische Gans, schreibt Nietzsche in sein Tagebuch, seine Schwester. Diese Kolonie, das ist eine Geschichte für sich, heute gut dokumentiert, auch im Nietzsche-Archiv in Weimar. Er stirbt dann dort, vergessen wir ihn oder doch nicht ganz. Diese Frau, in der solche Kräfte leben, aber Rudolf Steiner ist zur Buchniederschrift immer noch ihr Philosophielehrer. Er gibt ihr ab Herbst 1896 bis Ende des Jahres mindestens Philosophieunterricht, denn sie ist ab August 96 nach Weimar gezogen und möchte von ihm Philosophie lernen, 4 Stunden die Woche, um Nietzsche besser edieren zu können. Und er macht das auch. Sein Urteil über sie ist noch nicht zu Ende gekommen, aber von Woche zu Woche wird das eigentlich schlimmer, was er erlebt, was sie mit ihm und wie sie ihn präferiert und dann Kögel. Und er würde ja gerne Nietzsche herausgeben, aber er möchte nicht gegen Kögel. Aber das ist das Shakespeare'sche daran, das genau zu beschreiben, dieses frivole Spiel mit Menschenleben, wie er am 14. Dezember 1896 in einem Brief an Anna Eunicke schreibt, alles treibt zu den schlimmsten Konflikten. Wenn man nur diese Briefe liest im Hinblick auf dieses, also ich schrieb in Ruhe, wie denn, denkt man, wie denn? Und wenn man dann die nächsten Monate durchliest in den bis heute edierten Briefen, vielleicht kommen dann ja noch weitere in der Neuedition der Briefe zum Vorschein, da merkt man, mit der Ruhe ist es vordergründig nicht weit her. 19. Dezember 1896, fortwährend Aufregung und Aufregung. Ich kam nie zur Ruhe, wie sie zu einer ordentlichen Arbeit notwendig ist. 6.1.97, ich möchte ruhig arbeiten und habe alle Hände voll zu tun. Er findet die notwendige Selbstbesinnung zum Arbeiten nicht. Und das geht noch weiter. Warum schreibt er diese Briefe? An wen? Weil Anna Eunicke weggezogen ist ab Oktober 1896. Die Umstände sind meines Wissens bisher nicht beschrieben worden. Jetzt nicht als Trennung, aber aus gewissen Gründen ist sie nicht mehr da. Sie ist erst nicht weit weg in Sulza, in Jena, später in Berlin. Und er schreibt ihr. Aber diese Korrespondenz hat es auch in sich. Wenn man das liest, merkt man, sie ist ewig misstrauisch, ewig besorgt. Was macht der jetzt alleine in Steiner, in Weimar? Gibt es da andere Bekanntschaften? Er beruhigt sie in all seinen Briefen, versichert immer wieder seiner vielgeliebten Anna, wie wichtig sie ist und das Zusammensein, das Fest aneinanderhalten, die Ausgleichung seines Wesens. Und beruhigt sie und beruhigt sie, abgesehen davon, dass er erzählt, wie es ist mit Frau Förster Nietzsche und anderen Sachen, aber immer wieder, du gehörst zu mir. Wie anstrengend muss es gewesen sein, allein schon immer wieder diese Beruhigungsbriefe zu schreiben. Nun ist er auch noch das Haus los. Rudolf Steiner hat ja doch sehr gerne seit 1892 in der Prellerstraße im Erdgeschoss bei Anna Eunicke gewohnt, da hatte er Platz. Da war es gut, da lebten noch 2 Kinder von Anna Eunicke im Haus. Er liebte ja Familien und Kinder. Aber da, seit sie wegzog, ist er, wie er sagt, wieder Zigeuner. Er wohnt erst bei den Freunden Crompton. Das ist auch ein ganz spezieller Kreis. Und dann eine Zeit lang im Hotel, Russischer Hof. Um dann dorthin zu ziehen, und das ist eigentlich nicht seine eigene Wohnung, sondern ein Mitarbeiter des Archivs, Franz Ferdinand Heidmüller, hat ihn eingeladen, dort zu wohnen, auf dem Weg zum Bahnhof außerhalb von Weimar schon fast. Also er schreibt jetzt nicht gerade auf dem Koffer und unterwegs, aber doch,
unter denkwürdig rastlosen Umständen, vordergründig zumindest. Und jetzt könnte ich Ihnen, aber die Zeit möchte das eigentlich nicht vorlesen, aus Briefzitaten von Januar eigentlich bis Mai, wo er immer wieder Anna Oinicke entweder schreibt, er ist fast fertig, also fast fertig mit Schopenhauer, Jean-Paul und der Sophie, aber dann auch zunehmend mit dem Manuskript. Also er hofft, im Dezember schon fertig zu werden, in 4 bis 5 Tagen mit Goethes Weltanschauung. Das wird dann nichts. Im Januar sei es höchste Zeit, dass er es jetzt abgebe, sei aber froh, dass er es im Dezember nicht schon fertig gemacht hätte, weil es käme noch ganz neue Perspektiven im Schreiben, Bedenken. Ende Januar schreibt er von der Ungeduld des Verlegers Emil Felber, der nun endlich das machen möchte. Im Februar wird Felber als ganz aufgeregt bezeichnet. Mitte Februar meint er, dass er in den nächsten Tagen ganz sicher zum Abschluss komme, um sich dann, und das ist Oinicke wichtig, endlich um die Zukunft kümmern zu können, die im Grunde völlig offen ist, wovon er lebt, was er tut. Mitte Februar auch noch einmal, dass Felber sich beschwert und er selber sagt, dass einem das Leben so schwer gemacht werde. Februar, März ist er oft in Berlin und verhandelt über die Übernahme dieses Magazins für Literatur, was eigentlich sein nächster Brotverdienst ist. Hofft aber 5. März, dass es in den nächsten Tagen endlich zum Abschluss gereicht. 24. März liegt ihm aber das Buch immer noch schwer auf der Seele. Ich brenne jeden Tag, es endlich in Druck geben zu können. Dann erst werde ich aufatmen können. Es muss in den allernächsten Tagen dazu kommen. Ich bin mit dem ganzen Herzen bei der Sache und gerade deshalb wird sie wohl so langsam fortschreiten. Ich erspare Ihnen den April. Auch den Satz, das Buch muss jetzt fertig werden, 24. April. 27. April ist es deutlich näher gerückt, denn es heißt plötzlich, endlich heute Nacht oder morgen Vormittag werde ich Schlusspunkt machen. Natürlich fragt man sich, was geht eigentlich in ihm vor? Ist auch eine ganz ernste Frage, denn solche Wendungen kennt sein Verleger Kirschner sehr gut. War er wirklich der Auffassung, Kirschner meinte ja später, das hat er nur so geschrieben, aber Steiner wäre nicht Steiner, wenn er nicht. Aber wie kann er der Auffassung sein, heute Nacht oder morgen früh, wenn das Endergebnis zeigt, er braucht noch Monate? Hat er dann alles nochmal gelesen, aber das Manuskripte geben das oft nicht her, wo man den Eindruck hat, nein, das ist gar nicht jetzt mit ewigem Neu. Naja, Ende April ist dann fast so weit, dass er es losschicken kann. Und dann kriegt es auch Felber, während er wegfährt nach Wien. Vordergründig oder vielleicht auch hintergründig, weil er mit Mayreder und Sitter und anderen Wiener Freunden sprechen möchte, ob sie mitarbeiten durch Einsendungen an diesem Magazin für Literatur. Jedenfalls liest er im heimatlichen Wien die Druckfahnen. Das verzögert sich auch etwas und er schreibt wieder wie Felber so ewig warte, und aber er könne eben nicht zaubern, er Steiner. Ende Mai dann eigentlich die Aussage von ihm, heute Abend, jetzt nicht Manuskriptfertigstellung, sondern dürfte mein Buch endlich erscheinen. 29. Mai, Felber wohnt ja in Weimar, der Verlag hat den Verlagsnamen Berlin. Dann ist es wohl erschienen Anfang Juni. Bis 20. Juni hat er dort Adresse und bricht dann nach Berlin auf. 30.000 Menschen, 2 Millionen. Überhaupt ein völlig anderes Leben. Was ist das für ein Satz? Ich schrieb in Ruhe mein Buch Goethes Weltanschauung, das den Abschluss meiner weimarischen Zeit bildete. Er lügt ja nicht.
In Ruhe schreiben heißt natürlich nicht in Ruhe leben. Das heißt, dieses Phänomen der Überwindung des Persönlichen, der Lebensumstände in dem Moment, wo Rudolf Steiner schrieb und daran arbeitete, in einer durchaus meditativen Gesinnung und Haltung, war sicher größte Ruhe um ihn und in ihm. Und da ist auch sehr in Betracht zu ziehen, dass er ja sagte, dass etwas anders geworden sei in seinem Leben, eigentlich ab dem 27. Februar 1896, das heißt mit Beginn seines 36. Lebensjahres, das heißt als er 35 wurde, das ist ja sowieso eine große Zäsur, er sagt, da ist etwas geschehen, das beschreibt er in der Autobiografie und wenn ich richtig sehe, vor allem dort, wo er sagt, was erwacht sei, so spät, kann man auch sagen, wäre die wirkliche Wertschätzung für die Sinneswelt. Nun hat Steiner ja seit vielen Jahren in allen Goethe-Schriften die Sinneswelt hochgepriesen, ideell. Und nun war er ja doch schon seit 6 Jahren in Weimar und ich sagte, das hieß doch auch nicht nur Manuskripte, was schon Sinneswelt ist, sondern auch botanische Sammlung, mineralogische Sammlung. Und das geht ja bis weit in die Anatomie hinein bei Goethe. Aber jetzt geschieht ein Umschwung und er sagt, es sei erwacht, das genaue Beobachtungsvermögen für die physische Welt. Und das wäre für ihn das Auftauchen einer ganz neuen Welt gewesen, diese Sinnesphäre. Wir haben das, glaube ich, alle schon gelesen, öfter vielleicht diese Stellen und doch ein wenig darüber nachdenken, was heißt das, warum so spät, was ist das für ein Inkarnationsgang. Morgenstern nannte Steiner einmal einen Gast auf Erden, im geistigen Zuhause und für die Sinneswelt erst langsam erwachend. Einige hat sich ja um ihn gekümmert, weil sie hörte, da ist ein großartig charmanter, liebenswürdiger, junger Gelehrter im Goethe-Schiller-Archiv, nur das mit der Kleidung und dem Essen klappt nicht. Das heißt, die eigenständige Lebensführung, jetzt nicht im Sinne eines Assistenzbedarfes, im engeren Sinne der Seelenpflegebedürftigkeit, aber doch ein wenig, wo bin ich zu Hause auf Erden? Er kam aus Familien. Seiner eigenen und der Spechts. Und das Elend des Alleinewohnens hat Steiner in seinem Leben nur sehr kurz erprobt. Einmal kurz in Wien, bevor er zu Spechts zog, und dann kurz in Berlin, bevor er dann wieder mit Anna Eunicke zusammenzog. Das ist aber nicht einfach nur, weil er ein bisschen verwummelt war, sondern ich glaube, das hängt ein bisschen mit seiner spezifischen Disposition zusammen. Und es ist hochinteressant, dieses Aufwachen, sagt er, und er sagt wirklich, es war ein Umschwung ganz zu Beginn des 36. Lebensjahres. Und verbunden war das mit etwas Zweitem. Je wacher er wurde für die Sinneswelt, umso notwendiger die wirkliche Meditation. Und das ist ja für viele Menschen der Autobiografie, die sie lesen, erstaunlich, dass Steiner sagt, konsequent zu meditieren habe er begonnen nach dem 35. Lebensjahr. Oder es ist beruhigend, je nachdem, wie man das liest. Aber im Grunde, nun kann man sagen, er hat immer schon als ein so gedanklich vertiefender Mensch eine Art von Meditation auch praktiziert. Aber nun wurde es überlebensnotwendig. In dem Maße, wie er hinausging, ging er hinein. Wir hörten von den Augen des Leibes und den Augen des Geistes und das Gleichgewicht ausbilden. Und was ganz bemerkenswert ist, glaube ich, was da eine Rolle spielt, ist das Erlebnis Nietzsche. In gewisser Weise war Goethes Weltanschauung aus meiner Sicht eine Rückkehr zu Goethe. Nicht, dass er ihn je verlassen hätte und nicht, dass er je von Nietzsche ganz weggegangen wäre, warum auch. Und dennoch war diese Rückwendung zu diesem einzigartigen Gleichgewicht von Goethe, zu dieser Erdenfrömmigkeit, wie Wolfgang Schad es zu Recht genannt hat, zu dieser Bejahung des Erdenseins. Nietzsche war ja
in den Krankheitszeiten wirklich exkarniert, aber schon zu gesunden Zeiten sehr labil in diesem Leibesgefüge. Rudolf Steiner hat das kennengelernt, an Nietzsche nicht ohne Gefahren lebte ich in dieser Zeit, sagte er. Und dann kommt dieses Entschiedene zu diesem Buch gehen, zu Goethe hingehen, zu diesem Abschluss. Und in gewisser Weise ist es ja auch ein Weg von Plato zu Aristoteles. Denn er war ja gekommen mit den 7 Büchern von Heinrich von Stein, den 7 Büchern zur Geschichte des Platonismus. Das war sein Doktorvater und so gestimmt ist Steiner eingetreten. Und ich glaube, dieser Weg zu diesem Aufwachen für die Sinneswelt hat etwas auch, ja, einen Niederschlag in dem Buch. Er hätte das Buch auch ohne das Erlebnis schreiben können. Und dennoch ist der Schreibende dem Buch auch immer mitgegeben, auch wenn man so sehr bewundern muss, dass eben das Buch nicht das Ergebnis ist einer Lebenssituation und in gewisser Weise Heidegger Recht hat zu sagen, denn wir müssen nichts wissen, sondern über Heraklits Leben, wenn wir Heraklit studieren. Und dennoch gilt auch ein wenig das, was Goethe gesagt hat. Zur Ausleitung möchte ich das Drama noch etwas umfänglicher kurz ansprechen, denn es wäre ja doch sehr merkwürdig, über Weimar zu sprechen und Buchenwalds zu vergessen. Das wäre nicht im steinerschen Sinne nach 25. Er hat es nicht mehr erlebt, aber er kam ja noch oft nach Weimar zurück, 14 Mal übrigens, und er hat immer Suppan besucht. Er hat ihm verziehen, dieser Mann, der sich später erhängt hat, auf seiner Herder-Ausgabe. Also alle Bücher aufeinander gestapelt, obendrauf die Schlinge unter der Decke und das im Zimmer von Liszt, das heißt in der Altenburg. Das Ende eines Weges als Herausgeber, der keine Zukunft mehr sah. Das war 1911. Letzter Besuch von Steiner 1924, 18. April, das hat Elisabeth Frede genau, viel genauer als Günter Wachsmuth beschrieben, der das Wesentlichste nicht erinnerte. Tod Wallensteins gesehen. Weimar 1924, das hieß aber schon nationalsozialistisch-völkische Abgeordnete im Landesparlament. Das hieß schon das Bauhaus vertreiben, denn diese moderne Kunst ist nicht germanisch. An Steiners letztem Geburtstag oben in der Schreinerei, 27. Februar 1925, gründet Hitler die NSDAP neu. Und er ist 4-mal in Weimar 1925, 4-mal. Und bis 1939, 36, 35-mal. Diese Stadt soll es sein, mehr noch als Berlin, mehr noch als München. Der erste Reichsparteitag der NSDAP ist 1926 in Weimar, im ersten nachtodlichen Jahr Rudolf Steiners, wo im Nationaltheater, hinter der Plastik von Ritschl. Und auch um deutlich zu sagen, Weimarer Republik, das ist es nicht, sondern jetzt kommt das tausendjährige Reich. Und es ist ungeheuer zu verfolgen, was in Weimar sich vollzieht, die nächsten Jahre nachtodlich Rudolf Steiners, wie schrittweise sich der Nationalsozialismus gerade über und in dieser Stadt verkörpert. Nicht der Hitlergruß wurde dort eingeführt. Die Hitlerjugend wurde in Weimar gegründet. Die Stimmenanteile der NSDAP liegen immer höher in Weimar als in Thüringen und in Thüringen immer höher als im Deutschen Reich. Es war die Hochburg der deutschen Christen, derjenige Teil, großer Teil der Protestanten, die mit Hitler gingen und das Hakenkreuz um das Sonnenrad hatten. 1930, schon 3 Jahre vor der Machtergreifung, wird Wilhelm Frick als NS-Innenminister von Thüringen derjenige sein, der Oskar Schlemmers Fresken übermalen lässt im Bauhaus, der die Schulbibliotheken säubert. Und in diesem Museum da, also in diesem Gebäude hier, alles rausnehmen lässt, was moderne Kunst ist. Was Harry Graf Kessler dorthin bringen ließ, also Harry Graf Kessler, den Steiner knapp versäumte, einmal war er eingeladen, ein Mäzen, der im Grunde Rodin
Matisse und diese Menschen teilweise persönlich nach Weimar holte, auch André Gide und andere, gelesen hat, aber vor allem die Werke. In diesem Museum war eigentlich der Expressionismus, der Impressionismus zu Hause in Weimar. Und das war schon zu Lebzeiten von Kessler ein Wagnis. Und dann kam Van der Velde und später Gropius. Aber jetzt ist vorbei damit. Und das kommt alles weg, diese kunstwidrigen Werke. Und dann werden 140 Häuser abgerissen, eine Riesenwunde in Weimar bis heute hier. Und da wird das Gauforum errichtet. Und das ist so ein Gebäudekomplex hier und hier auch und hier. 140 Häuser abgerissen und hier ein Saal für 20.000 Menschen. Und dann sollen hier alle diese großen Aufmärsche sein. Fritz Saukl zieht in dieses Gebäude ein als NS-Kultur-, Wissenschafts- und Gaubeauftragter und er gründet hier Buchenwald. Das ist ein Werk eigentlich von Saukl. Er möchte unbedingt, dass dieses Konzentrationslager nach Weimar kommt, um zu zeigen, welches Deutschland man nicht haben möchte. Also Folge kommen alle später, alle Häftlinge hier an, von Luceron bis Sembrun und wir kennen ja viele von denen. Und das ist so bemerkenswert, Rudolf Steiner schrieb also hier das Büchlein zu Ende und das ist alles hier, das sind 30 Meter, so ungefähr. Das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber die Wirklichkeit ist natürlich auch dramatisch, nicht? Denn diese Kräfte, die in Weimar da anwesend waren, Tod oder Leben oder wie aus dem Tod das Leben wird oder eben auch wie das Leben, das schon da war, wieder ertötet wird, das ist die Frage. Auch der Weg von Förster Nietzsche ist ja, glaube ich, bekannt, diese Dame hat am Ende 10 Angestellten, eine Kutsche, den Ehrendoktor von Jena, wird 3-mal für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen, ist begeisterte Nationalsozialistin, empfängt laufend Adolf Hitler. Plötzlich ist Schiller, ist Nietzsche der Apostel des Willens zur Macht, der deutschen Macht. Sie deutet um und sie fälscht Manuskripte, schenkt Hitler den Spazierstock ihres Bruders, bekommt ein Staatsbegräbnis 1935. Das war alles im Keim da, aber noch nicht groß geworden, als Steiner da war. Aber in diese Kräftewelt trat er ein. Es nimmt auch abstruse Züge an, dass Schillers Möbel in Buchenwald kopiert werden von einem Kunsttischler, weil die Nazis Angst haben, die Stadt wird bombardiert und am Ende ist Schillers Schreibtisch kaputt. Also machen wir eine Kopie, stellen die ins Schillerhaus und verwahren das Original. Man beruft sich auf die Kulturhoheit Deutschlands, die deutschen Klassik, indem man sie nationalistisch nicht nur überformt, sondern missbraucht, zerstört alles. Auch das Ansehen der deutschen Klassik heute, bis heute. Jetzt wird ja eine Kontinuität gezogen, fast von der deutschen Klassik über die Anthroposophie in den Faschismus. Und die Wirklichkeit war so anders. Und ich glaube, man versteht auch, wenn man dieses Drama ein wenig, es ist kein Sonntagmorgen-Thema, aber ein Shakespeare-Thema mindestens, man versteht ein wenig tiefer, Entschuldigung, auch den Satz Rudolf Steiners aus der Autobiografie, hinter einem Schleier spielten sich gewaltige Erscheinungen ab, die sich alle herumgruppierten um das Geistwesen, das wir als Michael bezeichnen. Da waren mächtige Anhänger Michaels, Menschenseelen, die dazu mal nicht im physischen Leben Leib waren, sondern zwischen dem Tod und einer neuen Geburt standen, aber auch mächtige dämonische Gewalten, die sich auflehnten unter arimanischen Einflüssen gegen das, was durch Michael in die Welt kommen sollte. Das schreibt er über die okkulte Situation in der Weimarer Zeit, letztlich auch in diesem Buch,
So unschön diese Zeichnung ist gegenüber denjenigen, ist aber auch deutlich, mit was für anderen Kräftewirklichkeiten man es da zu tun hat. Umso großartiger, dass Rudolf Steiner das dort geschaffen hat, auch herausgerettet hat. Also etwas, was dann wiederum so einen Keim in sich trägt, dass Zukunft möglich wird, dass in dem Christus wieder der Tod leben wird. Also Weimar schon als eine ganz besondere Stätte, nicht nur Deutschlands und Europas, sondern auch des Werdegangs der Anthroposophie. Und insofern vielleicht wichtig, diesen Rückraum zu kennen, wenn er auch, wie ich sagte, für das Verständnis des Buches inhaltlich herzlich wenig beiträgt, so sieht man doch vielleicht die Größe noch klarer, wenn sie in einem solchen Spannungsfeld der Kräfte, das waren ja nicht alles böse Menschen und die arme Anna Eunicke wollte auch nur das Beste, aber man merkt, wie alles zieht, aber eben manches auch wie Frau Förster und die hinter ihr stehenden Kräfte schon voll da sind und wie Rudolf Steiner es trotzdem schützt und schafft und herausstellt und dann weiter nach Berlin zog, wie einst Fichte, der ja auch gehen musste, nicht unter Atheismusvorwurf, die gleiche Geschichte fast, aber auch Schelling, Hegel und fast Schiller. Also auf dem Weg nach Berlin, nahe am Bahnhof, die Vollendung dieses Werkes. Und ich ende mit einem Satz der unvergessenen Jutta Hecker, die ja dieses sehr, sehr schöne Buch Rudolf Steiner in Weimar noch in der DDR-Zeit geschrieben hat, in enger Zusammenarbeit mit Kurt Franz David hier in Dornach. Und sie hat ja ganz am Ende ihres Buches geschrieben, und ich glaube, das ist sehr aufgeleuchtet, auch wenn ich nicht dabei sein durfte, konnte seit Freitagabend, dass es in Weimar Steiner zur Gewissheit geworden sei. Vorher habe er es geahnt, aber dort sei es ihm zur Gewissheit geworden, dass ein bewusstes Gewahrwerden des schaffenden Geistes in der realen Wirklichkeit Heil und Rettung des Menschen bedeuten würde. Vielen Dank.